Also ganz ehrlich, was ist nur aus dem harten Ghetto-Rapper Azad geworden? Macht der jetzt einen auf Ascher oder was? Nein, der Frankfurter Musiker zeigt in seinem neuen Video nur, wie facettenreich ein Rapper sein kann. Fakt ist, dass ich von Anfang an schon immer diese Mischung gesucht habe, auf der einen Seite harte, energiegeladene Musik zu haben und auf der anderen Seite gefühlvolle Musik mit tiefer gehendem Text zu haben. Also diese Balance wollte ich schon von Anfang an meiner Karriere, war das, sage ich mal, meine zwei Hauptfacetten. Und deswegen ist das eigentlich jetzt auch nicht das erste Mal, dass ich das mache. Für seinen neuen Titel Fly Away ist der Hesse aus der Großstadt in die, naja, nicht ganz Vorstadt Hannover gereist, um dort das Video zu produzieren. Mit an seiner Seite auch Erfolgsrapper Kool Savas. Der sagt ganz ehrlich, warum die harten Jungs jetzt einen auf Softie machen. Ich finde es obergeil, das ist ein Ohrwurm und das ist auch ein bisschen international durch die englische Hook. Und ich glaube auf jeden Fall, dass es gut ankommen könnte, auch bei Mädels und so. Das ist ein wichtiger Aspekt auch. Ja, ja, was man für die Girls so alles macht. Das Video über den Dächern Hannovers produziert übrigens ein junges Team um Kai-Ole Petersen. Der Regisseur hat schon viele Musikvideos gestaltet, der weiß, was Rapper wollen. Also ich fand jetzt alles, was ich gesehen habe, cool. Okay, also wir können auch mit der Einstellungsnähe fand ich cool, das Bild, Licht, alles sieht cool aus. Da zahlt es sich für den Niedersachsen doch aus, auch mal in der Großstadt gewohnt zu haben. Das ist für mich natürlich eine ganz große Sache, weil ich 2 Jahre in Frankfurt gelebt habe und im Herzen bin ich auch immer noch so ein klein bisschen Frankfurter. Also ich habe mich sehr wohl gefühlt in Frankfurt und da kommen so Erinnerungen wieder hoch, wenn ich dann so hessisch Gebabbel höre, das finde ich schon ganz cool. Doch wer ist dieser Azad eigentlich? Ein Möchtegern-Hip-Hopper, der mit Baggy-Pants in dicken Autos Sprüche klopft? Nein, 2007 landet er mit dem Titelsong für die RTL-Serie Prison Break einen Nummer-1-Hit. Bin ich down, wenn hart folgt auf hart. Ich werd tun, was ich tun kann, bis ins Grab, durch die Hölle und wieder zurück. Künstler wie Adel Tawil von Ich und Ich oder Gentleman arbeiten mit ihm zusammen. Okay, ein dickes Auto fährt er immer noch, aber das parkt er in der Frankfurter Nordweststadt. Das Viertel genießt einen schlechten Ruf, trotzdem ist er stolz auf seine Heimat. Man kann aus der schlimmsten Gegend kommen, man kann aber trotzdem irgendwie noch Benehmen haben und sich irgendwie ordentlich benehmen. Dann kannst du genauso gut aus einem Bonzenviertel kommen, aber trotzdem das letzte Arschloch sein. Also ich glaube, das hat sich dann so, dadurch das Bild hat sich dann ein bisschen gelegt. Obwohl der Musiker mit Sicherheit in einer besseren Gegend leben könnte, bleibt der gebürtige Iraner der Nordweststadt treu. Es zieht mich einfach immer wieder hierher zurück. Ich habe mal kurze Zeit ein bisschen außerhalb von hier gewohnt, aber dann kommt man trotzdem täglich hierher. Und da denkst du auch, aber bevor ich jeden Tag hier irgendwie mein Benzin verbrate und hierher fahre, dann kann ich auch um die Ecke wohnen und dann bin ich hier in der Nähe und treffe meine Leute. Und das ist halt das, wo man sich so zugehörig fühlt. So, weißt du, es ist nicht nur die Gegend, es sind auch die Leute, die hier wohnen, mit denen man groß geworden ist. Für die Kinder in seinem Stadtteil ist Azad ein Held. Er hat das geschafft, wovon viele Jugendliche hier träumen. Der Frankfurter ist mittlerweile einer der erfolgreichsten deutschen Rapper. Und da kann der harte Hesse auch ruhig mal seichtere Töne anstimmen.